Verehrte Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zum dritten Mal den Haushalt auszugleichen mit einer schwarzen Null. Ich denke, darauf können wir stolz sein. Das ist eine besondere Leistung. Das ist eine besondere Leistung unseres Finanzministers Wolfgang Schäuble, aber auch dieser Regierung. Und ich denke mal, damit haben wir Zukunft, können wir Zukunft auch zukünftig gestalten. Ich sage Dank an die Landwirte, an die Bäuerinnen vor Ort, dass sie unsere Kulturlandschaft gestalten, dass sie dafür sorgen, dass wir satt werden können, dass wir gesunde Lebensmittel haben. Und ich denke, das sollten wir auch nicht vergessen und mit einem Dankeschön verbinden. Meine Vorrednerin eben von der SPD hat ja etliche Wünsche an den Minister gerichtet. Ich habe auch einen Wunsch an den Koalitionspartner, dass man vielleicht bei der Bundesumweltministerin mal darauf achtet, nicht das schon ohnehin schwere Leben unserer Landwirte noch weiter zu erschweren durch zusätzliche Auflagen, die über die EU-Rahmenbedingungen hinausgehen. Ja, würde ich gerne machen. Wenn sie dann entsprechend reagiert, können wir ja darüber reden, wenn man denn zu dem Ergebnis kommt, dass wir unsere ländlichen Räume so gestalten können durch Umwidmung von landwirtschaftlichen Gebäuden, dadurch, dass wir Ställe modernisieren können, damit eben mehr Tierwohl da ist, führe ich dieses Gespräch gerne mit ihr. Die Landwirte sind vor großen Herausforderungen. Wenn wir sehen, die Ernte ist nicht so reichhaltig vielleicht wie gedacht. Die Preise liegen beim Weizen deutlich zurück. Und insofern haben wir auch bei der Milch, wie eben schon diskutiert, Rahmenbedingungen, die nicht so euphorisch zunächst einmal sind. Dennoch glaube ich, wenn wir sehen, dass die Milchviehbetriebe insgesamt zurückgegangen sind seit dem Jahre 2000, dann müssen wir auch feststellen, dass aber die Milchmenge um 5 Millionen Tonnen hochgegangen ist. Und ich sage mal, das können wir als Staat in der Menge, eine staatliche Festsetzung der Menge wäre falsch. Aber wir wollen natürlich unseren Landwirten helfen. Und deshalb setzen wir auch entsprechende Rahmenbedingungen. Ich bin unserem Minister Christian Schmidt sehr dankbar, dass er auf europäischer Ebene eben dafür gesorgt hat, dass die EU 500 Millionen bereitstellt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das muss man ja erstmal auf europäischer Ebene auch hinbekommen. Das bedeutet 150 Millionen, um die Milchmenge entsprechend neu zu gestalten. Und das bedeutet 350 Millionen, also 58 Millionen für Deutschland, um entsprechende Rahmenbedingungen setzen zu können, damit unsere Landwirte auch wieder in die Zukunft schauen können. Und das bedeutet auch, dass man als Minister hier Rückgrat zeigen muss. Das hat er getan, nicht nur in diesem Bereich. Herzlichen Dank an Christian Schmidt. Was wir uns als Union allerdings auch wünschen würden, ist, dass aus den Bundesländern nicht nur heiße Luft kommt, sondern dass sie auch dazu beitragen, diese Mittel zu erhöhen. Wir wollen als Union, dass diese Mittel verdoppelt werden, also national 58 Millionen drauflegen. Aber es stünde den Ländern gut an, weitere 58 Millionen bereitzustellen. Das wäre gut für die Landwirte, für die Bauern in unserem Land. Und deshalb die Bitte an alle Bundesländer, insbesondere auch an die, die von Rot-Grün regiert werden, setzen sich dafür ein, dass hier die entsprechenden Mittel stattfinden. Dann sind wir auf dem richtigen Weg für unsere Landwirtschaft. Wir bringen ein Liquiditätsprogramm zusätzlich auf den Weg. Also Ausfallbürgschaften werden hier von dem Bund getragen. Wir werden steuerliche Rahmenbedingungen anders gestalten, um damit zu einer Entlastung zu kommen, und das unbürokratisch. Und ich glaube, dass dies auch der richtige Weg ist. Wir setzen mit diesem Haushalt Akzente. Also wenn wir die schwarze Null herbeiführen, wie eben angesprochen, dann bedeutet das umso mehr, wie schwieriger es ist, in einzelnen Bereichen mehr Geld bereitzustellen. Das tun wir in diesem Haushalt mit über 300 Millionen, nachdem wir schon im letzten Jahr rund 250 Millionen mehr bereitgestellt haben. Ich denke, das ist ein Zeichen an unsere Landwirtschaft und an die ländlichen Räume und an Modell- und Demokratiefragen und an mehr Forschung. Und wenn wir uns die Sozialpolitik ansehen, dann bedeutet das 65 Millionen mehr für die Krankenversicherung. Dann bedeutet das 40 Millionen mehr für die Alterssicherung.
Und dann bedeutet das 78 Millionen mehr für die landwirtschaftliche Unfallversicherung. Und wenn wir mal uns die landwirtschaftliche Unfallversicherung ansehen, dann bedeutet das eine Beitragsentlastung von 37%. Und wenn wir mal ein Beispiel nehmen, ein Betrieb mit 100 Hektar Grünlandfläche, 160 Milchkühen, dann ist die Belastung im Risikobeitrag bei insgesamt 5.000 Euro und die Entlastung liegt bei 1.800 Euro. Ich denke, das kann sich ja zumindest für einen Betrieb schon mal sehen lassen. Wir können nicht staatlich alles regulieren, aber wir können Zeichen setzen, das tun wir damit. Wenn wir uns insgesamt den ländlichen Raum ansehen, dann muss man auch sehen, dass wir die Gemeinschaftsaufgabe neu gestaltet haben. Wir haben bei den letzten Bundestagssitzungen, wenn wir hier über den Haushalt debattiert haben, immer wieder gehört, ihr müsst mehr für den ländlichen Raum tun. Das tun CDU und CSU und SPD. Und wir haben den Titelansatz im Haushalt immerhin von 590 Millionen in 2015 auf jetzt 765 Millionen erhöht. Und da muss man noch mal zur Kenntnis nehmen, dass in diesen Ansätzen, die wir erhöht haben, eben diese Zukunftsprojekte der gesunden Ernährung, der sozialen Ausrichtung, all diejenigen hier Aufwüchse erfahren und wir dafür etwas tun. Wenn ich den ländlichen Raum noch mal ansprechen darf, dann sind das Projekte, die mittelständische Betriebe entsprechend in ihren Vorhaben begleiten durch zusätzliche Mittel, aber auch außerhalb der Landwirtschaft. Wir haben das ja auch auf die außerhalb der Landwirtschaft Tätigen mit ausgedehnt. Es bedeutet Infrastruktur, es bedeutet Dienstleistung, es bedeutet Versorgung mit Gütern, es bedeutet ländlicher Tourismus und es bedeutet Umsetzung beispielsweise von Bausubstanz. Wir treten für diesen ländlichen Raum ein. Wir wollen ihn gleichberechtigt neben den Städten und wir wollen, dass dieser ländliche Raum erhalten bleibt, die Menschen, die dort arbeiten und leben, entsprechende Lebensqualität haben und auch eine entsprechende Infrastruktur bekommen. Das will die Union. Wir haben das Bundesprogramm ländliche Entwicklung, BULE genannt, im Mittelansatz verdoppelt. Und das bedeutet, dass dort die gute Ideennamen stattfinden. Und das bedeutet zum Beispiel, dass in meiner Heimatregion in Kalletal-Lüdenhausen der Heimatvereinsvorsitzende Lars Backhage alle zusammengeholt hat und hat gesagt, lasst uns doch mal überlegen, was ist für so einen kleinen Ort wichtig. Also, wir haben eben über den öffentlichen Verkehr gesprochen. Da ist es so, öffentlicher Verkehr plus Bürger plus das Elektroauto, was von den Bürgern gefahren wird, das ist unsere zukünftige Infrastruktur und damit sind auch diese einzelnen Bürger im ländlichen Raum angebunden. Das bedeutet, dass wir ein Dorf-Info-Portal haben und das bedeutet auch, dass der Laden, der im Ort ist, da zur Zentrale der Kommunikation eingerichtet wird. Also da sind 75.000 Euro gut angelegt, weil Ideen der einzelnen Vorortlebenden umgesetzt werden. Und so können wir uns auch dieses Programm weiterhin vorstellen. Ideen sind gefragt und wir stellen die finanziellen Rahmenbedingungen seitens der Regierung. Wir haben das Programm Landaufschwung, wir haben den Wettbewerb zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements. Ich denke, noch zwei weitere Projekte, die sehr wichtig sind für diesen Bereich. Ich will aber an dieser Stelle auch noch mal besonders eingehen auf unsere Initiative, die gelungen ist, den vorbeugenden Hochwasserschutz hier an dieser Stelle nach vorne zu bringen. Wir haben den Küstenschutz richtig, 25 Millionen eben wurde gesagt, da brauchen wir mehr. Tatsache ist auch, bisher haben nicht alle Länder alle Mittel abgerufen. So, wir haben den Hochwasserschutz zur Deichertüchtigung und Deicherhöhung, 100 Millionen. Auch 60-40 Finanzierung, beim Küstenschutz ist ja 70-30 Finanzierung, also 70% Bundesmittel. Und wir haben den vorbeugenden Hochwasserschutz. Wir sind mit 20 Millionen angefangen und haben jetzt 100 Millionen jährlich. Und ich denke, das ist ein wirklich zukunftsweisendes Programm, was hervorragend gelungen ist, was bei den Ländern gut ankommt, was bei den Bürgern gut ankommt, was überall gut ankommt und was im Sinne von Umweltschutz und Landwirtschaft gut ankommt. Dann ist ja erstmalig gelungen, dass wir gesagt haben, das Wasser soll am Oberlauf schon mehr Raum haben. Und damit haben wir es geschaffen, dass wir gesagt haben, also dafür müssen auch die, die diese Flächen bereitstellen,
einmalig entschädigt werden zum Verkehrswert. Ausbuddelndes Mittel 20% vom Verkehrswert. Unabhängig davon werden auch die Schäden entschädigt. Aber die können da weiter wirtschaften. Und es kommt weniger Wasser unten an. Und das ist doch unser Ziel. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ne? Das statt Konfrontation miteinander die Dinge in die Zukunft bewegen. Und ich denke, da ist uns vieles gelungen. Und jetzt zur gesunden Ernährung will ich noch ein paar Sätze sagen. Das war ja eben schon eine Herausforderung. Was haben wir da alles? Aktionsplan in Form. 100 Projekte auf den Weg gebracht. Und wenn man Projekte macht, muss man die natürlich auch anschließend in anderen Bereichen umsetzen. Wir haben Aufbau eines Bundeszentrums für Ernährung, wurde eben genannt. Aber ich glaube, dass es ja richtig ist, wenn wir ja Kräfte bündeln. Ich bin jedenfalls dem Ministerium und dem Minister und den Staatssekretären dankbar, dass sie da Kräfte bündeln wollen. Und unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gitta Konnemann hat ja immer wieder angesprochen, Kaius setzt sich für gesunde Ernährung ein. Und so gibt es auch einige aus der SPD, die das gemacht haben. Also es ist uns ein wichtiges Thema. Und ich sage an dieser Stelle nochmal, wir haben noch das neue Institut für Kinderernährung. 16 Stellen übrigens mehr beim Max-Rubner-Institut, das sollte man nicht vergessen an dieser Stelle. Wir haben Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Wir haben die Initiative zur Eindämmung von Lebensmittelverschwendung. Wir haben EU-Schulobst- und Gemüseprogramm, übrigens 30 Millionen Bundesmittel. Nur 9 Länder machen allerdings nur mit. Vielleicht fragen wir da mal nach, warum die anderen nicht mitmachen. Und wir haben die Vernetzungsstelle Schulverpflegung. Und bei dieser Vernetzungsstelle, die eigentlich auslief, lieber Kollege Ulrich Frese, ist es gelungen, dass wir sie jetzt bis 2020 mit jährlich 1 Million fortführen. Also sie läuft nicht aus. Das sind Leistungen des Bundes. Ich denke, müsste man an dieser Stelle einfach noch mal ansprechen. Zum Schluss, verehrte Präsidentin, möchte ich meinen Mitberichterstattern noch einmal Dankeschön sagen, Ulrich Frese, Sven-Christian Kindler und Heidi Blum, für die gemeinsame Arbeit. Und ich möchte natürlich an dieser Stelle auch noch mal unserer AG mit Franz-Josef Volzenkamp und natürlich Alois Gehrig und Marlene Mortler auch danken. Gitta Konnemann habe ich eben schon genannt. In diesem Sinne auf ein gutes Miteinander für unsere Land- und Forstwirtschaft. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Dr. Karin Thyssen, SPD-Fraktion.